Herr Spindelegger, Ihre Partei ist jetzt seit 27 Teil der Regierung. Und in diesen 27 Jahren haben sich die Schulden verfünffacht. Also ganz eine steile Kurve heraus. Und wenn man dann noch schaut, wenn man hier sitzt, jede Stunde wird eine Million mehr an Zinsen. Also wie kann das funktionieren? Und Sie waren mit dabei, in den letzten 5 Jahren besonders als Regierungspartei. Aber eine Blumenverkäuferin, vielleicht, wenn sie eine giftige Blume oder was hat, ich habe noch nie gehört von einer giftigen Blume. Also wohl so braucht man da Regeln. Ich möchte Sie gerne was anderes fragen. Ich habe durchaus Respekt vor dem, was Sie geleistet haben. Aber nicht jeder Österreicher muss auswandern, sondern ich will, dass die Österreicher hier bleiben und hier ihre Wirtschaftsleistungen erhalten. Ich komme noch einmal zurück auf das Bildungssystem, weil das verstehen die Leute nicht, die Funktionäre, wie es die Funktionäre bestellen, den Schuldirektor. Für mich ist das fast unglaublich. Die Leute, die Eltern sollen ja den Schuldirektor bestellen. Und das noch das Schlimmere dabei ist, der Schuldirektor kann nicht einmal die Lehrer aussuchen. Wo kommt man da hin? Die Schüler, das ist doch die ganz Jungen, ist doch das Fundament für Österreich. Also, fänden Sie es richtig, wenn Österreich, so wie Ihre zweite Heimat Kanada, sich der NATO anschließen würde? Die Neutralität der Also, wenn wirklich sollte ein Angriff oder irgendwas kommen, dann wird Österreich um Hilfe schreien und sagen, also wir brauchen Hilfe. Also wenn irgendwie die Chinesen oder irgendwie einmarschieren würden, was hilft die Neutralität? Ja, aber ich glaube, man muss sich schon, entweder sind wir für Freiheiten, Demokratie, Menschenrechte und so weiter, muss sich schon bekennen. Eine Schnapsidee, und da bleibe ich dabei, das brauchen wir wirklich nicht, das ist Verunsicherung.